Hallöchen, Leute. Ich habe schon ein kleines Short gemacht. Ich war ja auf dem Flohmarkt. Und da habe ich ja das Mikrofon geholt. Ich habe aber noch was anderes geholt. Und zwar den hier. Ein, ja, offensichtlich ein. Sag doch mal schnell. Walkman. Mein Gott. Dieser hat aber Rekord. Der kann aufnehmen. Der hat hier einen integrierten Lautsprecher. Anscheinend auch ein integriertes Mikrofon. Kann man das sehen? Da ist der Lautsprecher und da geht noch ein Kabel rum. Ich denke mal, da ist noch ein Mikrofon drin. Mikrofoneingang, Kopfhörereingang. Kam sogar mit Batterien. Ich will mal gucken. Nehmen wir hier mal eine Kassette, die drei Fragezeichen. Ich gehe mal mit der Lautstärke runter. Läuft der? Naja, vom Naja, von der Qualität vom Lautsprecher sprechen wir jetzt mal nicht. Aber der Tape-Counter, der läuft. Pause schaltet er den Motor ab. Allerdings leuchtet hier die LED noch. Kann man das sehen? Da, ja. Hat ein. Und das finde ich eigentlich, das habe ich noch gar nicht richtig realisiert gehabt, wo ich den geholt habe. Ein voice-aktivierter Rekorder. Der hat ein integriertes Mikrofon. Pass mal auf. Ich gehe mal hier und schalte mal auf Rekord. Ich hoffe, man kann es sehen. Zoom mal drauf. Test, 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 Test. Test, Test, Test. Test, Test, Test. 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 Der nimmt nur auf, wenn er was hört. Und anscheinend kann man hiermit auch noch die sagt schnell Empfindlichkeit von wann er anspringt einstellen mit der Lautstärke. Abspielen tut er. Der kam mit Batterien. Was habe ich für die Kiste bezahlt? Er wollte 5 Euro. Und da ich nicht viel Geld habe, habe ich ihn auf 3 Euro runtergedrückt. Den habe ich für 3 Euro gekriegt. Und ich habe mir gedacht, den, der ist hier wegen dem Tape-Counter gar nicht mal so schlecht, weil der große, den ich habe, der, den ich euch ja gezeigt habe, der portable Kassettenrekorder auf Mono für den C64 C128 für die Kassetten. So, jetzt will ich mal gucken, wie der aufnimmt. Ich mache aber das off. Jetzt nehme ich das Ding auf oder es nimmt das Ding auf. Ja, Voice Activated Recording System steht hier. Kann auch extern 3 Volt. Ich weiß nicht, ob das Band jetzt schon so weit ist, dass er aufnimmt, weil da ist ja noch so ein Stück Vorlaufband. Aber ich denke mal, das sollte jetzt reichen. Ach, ich bin hier auf 0. Ich gehe mal auf die Nummer 4 und weiß jetzt nicht, wie laut das ist, ob das jetzt wirklich Aussteuerungsanzeige ist oder für die Aussteuerung hier ist. Und jetzt drehe ich mal auf 10. Das ist das Maximum. Ich weiß nicht, ob er das so gemacht hat. Jetzt gehen wir mal wieder auf 4. Und jetzt gehe ich wieder auf 0. So, jetzt spulen wir das Ganze mal zurück. Und horchen mal rein. Vorlaufband.
Nee, du sollst jetzt nicht aufnehmen. Ach, der nimmt. Ach du Himmel hilft. Ein kleiner Nachteil hat die Kiste allerdings. Man hat es, glaube ich, gehört. Ich habe jetzt hier leider kein. Habe ich das Ding jetzt gerade mal hier? Nein, da habe ich jetzt das Endoskop nicht dran, aber ich versuche es mal euch so zu zeigen. Der sieht noch relativ sauber aus, nach meinem Dafürhalten. Es ist ein ganz bisschen Band durchgelaufen, also viel ist da nicht zu erkennen. Er hat aber ein Problem, oder es gibt ein kleines Problem, und das ist der Rekordkopf. Das ist ein einfacher Magnet. Das sehe ich so schon, dass das ein einfacher Magnet ist. Soll mir aber egal sein, anders funktioniert das mit dem C64 mit der Datasette auch nicht, auch wenn das ein elektrischer Löschkopf ist, aber der kriegt auch nur 5 Volt und wird dadurch permanent magnetisch. Also generiert nur ein einfaches Magnetfeld und fertig. Er kann wirklich laut werden. Ich kann sogar Pause machen beim Spulen. Also ich habe nur gedacht, also für 3 Euro nimm das Ding mit. Also für 5 hätte ich ihn nicht mitgenommen. Für 3 nimm ihn mit dem Tape-Counter, das passt. Er kann aufnehmen, das passt auch. Jetzt habe ich das externe Mikrofon nicht dran. Ne? Das können wir eigentlich mal versuchen. Ich habe hier noch so Mikrofon, und Mikrofon ist hier von meinem Headset, aber das Mikrofon ist am PC und am Tascam absolut schrecklich. So, jetzt will ich noch mal gucken, ob das jetzt mit dem Mikrofon besser ist. Jetzt muss ich bloß warten, bis der mal dahin kommt, wo er hin soll. So, ich denke mal, da hat er schon aufgenommen. Jetzt mache ich mal das aktivierte Voice-Dings. Test. Test. Test, Test. 1. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ne, das irgendwas. Zu viele Nebengeräusche. Das wird so nichts. Und jetzt fängt er wieder. Ja, jetzt muss ich wieder lauter sprechen, damit das hinhaut. Test. Nee. Ich glaube nicht, dass das gut hinhaut. Glaube ich nicht. Mal schauen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das gut gegangen ist. Muss ich bloß warten, bis der mal da hinkommt, wo er hin soll. So, ich denke mal, da hat er schon aufgenommen. Obwohl, das geht. Lauter sprechen, damit das hinhaut.
Ne, also das Voice aktivierten, das funktioniert nicht. Okay, das heißt dann nur wirklich einen Startton geben und dann nimmt er auf und dann bis dann alles wieder weg ist, dann ja. Aber dieses Voice aktivieren, nee, das haut nicht hin. Aber mit dem Mikrofon, die Qualität war jetzt besser. Also mal, wo kommt denn dieses blöde Fliegenviech her? Als das andere. Ich gehe mal, spur mal ein bisschen was vor. Komm mal her, du Viech. So, jetzt vergleichen wir das nochmal. Ich bin jetzt auf 0. Achso. So, nimm mal auf. Nimm mal jetzt so einfach auf. Das war ja nicht so schön. Das hat er ja nicht so schön aufgenommen. Ich lasse den Counter jetzt nochmal ein bisschen runter vorlaufen. So. Das war das Interne. Jetzt spule ich mal zurück auf das andere. Nochmal ganz am Anfang. Das war ja mit dem Mikrofon drin, ne? Jetzt muss ich bloß warten, bis der mal da hinkommt, wo er hin soll. So, ich denke mal, da hat er schon aufgenommen. Aha, das geht auch. Funktioniert eigentlich mit externem Mikrofon besser als gedacht. Kann ich jetzt gar nicht meckern. Das war jetzt nochmal so ein Test. Ob man das dann gut hinhaut für den, wenn die Aussteuerung passt, für den C64 bzw. C128. Ist mir irgendwie hier ein Stück Kabel runtergeknallt, das suche ich mir gleich noch. Dann ist das doch ganz gut. Man kann auch externe Spannung. Hier sind so Teddy-Batterien. Ich hatte so reingeguckt. Die sind nicht, da ist nichts ausgelaufen. Also da sind keine Batterien ausgelaufen. Ja. Natürlich hat er hier die billigsten Batterien drin gemacht. Das ist mir auch egal. Hauptsache Batterien drin gewesen. Und das war ja nun mal wichtig. Ich hatte da einige Radios oder sowas in der Hand, die waren schon wirklich. Nicht wirklich schön. Und ein Gameboy Color hatte ich da gesehen. Habe ich mal ins Akkufach geguckt. Also, es sind da schon mal Batterien ausgelaufen. Da drinne. Und wie kaputt der war, keine Ahnung. Ich habe ihn nicht angemacht. Ich weiß es nicht. Ich wollte ihn eigentlich immer haben. Nee, aber den wollte ich euch mal zeigen. Hier den kleinen Walkman. Beziehungsweise Recorder. Sanyo ist nichts Besonderes, aber mit externem Mikrofon ist er eigentlich besser als gedacht. Was steht denn hier noch? Modellnummer M-1110C. Aber ein Datum steht nicht. Also ist nicht hochwertig. Also fühlt sich nicht jedenfalls so nicht an. Aber ein mit Aufnahmefunktion, den wollte ich eigentlich schon mal immer haben. Und für 3 Euro kann ich jetzt nicht meckern. Gut, war auch in so einer Kiste irgendwo ganz unten rein verbuddelt. Wie immer. Ich sag ja, Kisten gucken macht Spaß. Auf dem Flohmarkt sowieso. Mein Hauptfokus liegt auf dem Fußboden, auf den Kisten, Kramkästen. Da findet man eigentlich immer das beste Zeug drin. Und das noch für günstig Geld. Ach, hier seht ihr ja gar nicht. Da habt ihr das Ding nochmal im Bild. Da ist er wirklich für das günstig Geld, ist denn da immer noch das beste Zeug drin. Was oben drauf liegt, das interessiert mich kaum. Natürlich sehe ich mir das auch an, aber das interessiert mich kaum. Was die denken, was sie dafür alles kriegen, keine Ahnung. Aber unten in den Kisten ist immer eigentlich so für mich das beste Zeug drin. So, die Speicherkarte war voll. Ich hatte da noch eigentlich was zwischen gemacht, aber das mache ich gleich extra. Dann sage ich schon mal, danke fürs Zugucken. Das Ding finde ich einfach für den Preis okay. Dann sehen wir uns beim
nächsten Stück wieder. Also hiernach kommt ja nochmal ein Stück Video. Ist nichts Aufwendiges, ist nur was Kleines, Billiges gewesen. Bis gleich. Tschüssi.